Endlich kann ich mein letztes Klon-Pokémon fangen, nämlich das Klon Turtok. Ich habe ein Stück warten müssen, aber endlich habe ich ein Viraid gesehen und es ist auch ein Klon Turtok erschienen. Also dorthin und wie ihr seht, kämpfen wir da schon. Ich beginne mit meinem Elewoltek, was natürlich am besten gegen so ein Wasser-Pokémon ist, sind grundsätzlich Elektro-Pokémons und Pflanzen-Pokémons. Bei mir sind die stärksten die Elektro-Pokémons, deswegen beginne ich mit diesen auch. Jetzt verwende ich schon mein zweites Pokémon, das ist ein Magnezone. Der macht auch schön sehr effektiven Schaden, ist natürlich aber auch schon gleich wieder zur Hälfte weg. Und ja, jetzt ist er komplett weg. Aber ich habe ja noch ein drittes und glaube ich, ein viertes habe ich auch noch in meine Gruppe reingetan. Die habe ich mal entwickelt, wie es ein Magnetblock-Modul gab. Denn nur dann kann man die entwickeln. Und die sind auch wirklich schön stark. Denn wie man sieht, sie haben schon viel Schaden gemacht. Wobei ich bin es nicht alleine. Es sind natürlich mehrere dabei. Jetzt ist Turtok wirklich nahe dem Ende. Es ist schon ganz im roten Bereich. Das heißt, es müsste eigentlich gleich besiegt sein. Das heißt, es ist mein letztes Magnezone, das angreift. Hoffe ich doch mal. Oder wäre es sich doch noch ein bisschen mehr? Nein, das war, glaube ich, der letzte Blitz, der ihn getroffen hat. Und er wird jetzt ganz klein schrumpfen. Oben rechts sieht man wieder die WP-Zahl. 1398, wenn ich es richtig gesehen habe. Mal sehen. Manchmal kann man es auch nicht so genau erkennen. Die Belohnungen. Wie immer, oh, 6 Sonderbonbons ist nicht schlecht. Denn aufgrund der Go-Kampfliga tut man jetzt ja verschiedene Pokémons Power-Up machen. Und da braucht man natürlich viele Sonderbonbons. Ja, jetzt kommt er. Mal sehen. Ja, er war wirklich 1398. Jetzt wieder die typische Bärenfrage. Soll ich auf Nummer sicher gehen mit goldene oder silberne? Silberne natürlich mal. Ich habe 8 Bälle, also. Da wird er doch drin bleiben. Am Schluss kann ich immer noch die goldene benutzen. Jetzt warte ich aber ein bisschen besser, damit ich wirklich einen großartigen Curveball erwische. Jetzt habe ich doch wieder zu früh geworfen, leider. Aber jetzt. Jetzt war es ein großartiger Curveball. Und schauen wir mal. Bleibt. Nein, bleibt nicht drin. Also, nächster Versuch. Nochmal silberne. Jetzt wieder ein bisschen warten und greift an und danach werfe ich gleich. Ja! Großartiger Curveball. Und ja, schon wieder raus. Nochmal silberne. Wieder konzentrieren, werfen. Ja, genau, schon wieder großartiger Curveball. Jetzt klappt's, aber nur er bleibt nicht drin. Was nehme ich jetzt? Lieber Goldene. Nicht, dass er mir doch noch weggeht, mein letztes Klon-Pokémon. Und, ach, ganz schlecht geworfen. Ganz schlecht, oh je. Ich weiß nicht, ob das was wird. Aber ich habe noch ein paar Bälle. Aber ja, er ist drin. Drin geblieben. Dass die 10 Bonbons weniger habe, ist jetzt nicht so wichtig. Ich habe noch genügend. Aber jetzt noch ein kleiner Tipp. Stern drauf natürlich. Und unbedingt dazu schreiben, Klon. Weil nach ein paar Monaten weiß man nicht mehr, dass das spezielle Pokémon sind und man tut vielleicht auf der Massentransferebene diese dann mal wegräumen, weil man denkt, ach, wie niedrig WP, ich habe doch viel bessere. Aber nur mal sicher gehen, ich habe alle meine Pokémon so gekennzeichnet, die Klon-Pokémon sind, auch die Pikachus. Jetzt schaue ich mir mal die Unterschiede an zwischen einem normalen Turtok und einem Klon-Turtok. Okay, das obere Gesicht. Die Markierungen sind anders und der Rückenpanzer sind Markierungen drauf. Die sind bei normalen Turtok nicht. Um kein neues Video von mir zu verpassen, könnt ihr auch meinen Kanal abonnieren. Bis zum nächsten Mal auf dem Kanal von Opas Let's Play.